What the fuck was das denn? Und damit ein herzliches Willkommen zu etwas Neuem auf unserem Kanal und das nennt sich Angegruselt. Ja, wie wir auf diese Idee gekommen sind, ich habe keine Ahnung, ich habe mir das einfach irgendwie ausgedacht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie das Format jetzt ablaufen wird, ist, einmal die Woche wird ein neues Horror-Let's Play kommen und ihr, genau ihr da draußen, die mein Video gucken, obwohl es nicht besonders geil ist, könnt entscheiden, ob ich dieses Spiel weiterspielen soll oder nicht. Ihr habt es in der Hand. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das erste Spiel, was wir in der Angegruselt-Format spielen werden, ist Dungeon Nightmares. Ich habe schon viel über das Spiel gehört. Ich habe es angespielt ein bisschen. Und ich habe wie ein kleines Kind geheult. Wir fangen an. Run and never look back, okay? Das ist schon mal ein guter Tipp, würde ich sagen. Wir werden schauen, was wir der bringende Night One of Seven. Okay, 30 FPS ist hier nur, okay. Okay, jetzt wieder bei 60. Hat gerade irgendwie einen kleinen Aussetzer gerade gehabt. Wo ist die Tür? Ich sehe nichts. Ah, da ist die Tür doch. Wir werden einfach mal reinschauen, was hier so abgeht. Yo, Homies. What the? Ja, ich habe auch Angst, Bro. Wir gucken erstmal auf die Map, würde ich sagen. Oh, scheiße, ist die Map kompliziert. Geradeaus, würde ich sagen. Kamen wir da nicht gerade rein, oder? Das ist eine neue Tür, die wir jetzt haben. Oh, da geht's weiter. ich habe hier gerade irgendwie kleine Aussetzer mit der FPS-Zahl. Woran das wohl liegt? Keine. Oh, du Sakurino, Mann! Nicht cool, Bro. Nicht cool, wir werden einfach mal die Kerze einschalten. Oh, oh! Bild, nicht gut. Bild, Gold, das. Was ist das? Das Sinn des Spiels, genau. Was war das? Was ist das? Junge, mach mir keine Angst. Bro, was war denn das? Alter! Ich wollte ihn nur lang gehen und was ist? Da kommt irgendwie so ein gruseliges Gemälde. Von Picasso vielleicht gezeichnet. Mal, ja, wer weiß. Oder von Van Gogh. Vielleicht war er hier unten und hat sich deshalb dir das Ohr abgeschnitten. Würde auch einiges erklären. Oh, noch eine Kiste. Ist da ein Schatz drinne? They can hear every fruit stare. Oh, scheiße. Für alle die kein Englisch können, das heißt, die können alle unsere Schritte hören und wir sind in der Sackgasse gelaufen, was überhaupt nicht gut ist. Wir müssen da wieder lang in das, wo das gruselige Gemälde hängt. Ah, oh, das Problem ist hier, man sieht überhaupt. Bild weg, Bild weg, Bild weg, Bild weg. Come on, Baby, wir haben wieder eine Kerze gefunden, was doch relativ nice scheint. Mal kurz auf die Map gucken. Kerze an. Die Kerze bringt zwar nicht viel, aber... Oh Gott, habe ich Angst. Hier geht's weiter. Ja, und hier geht's auch weiter, würde ich sagen. Yo, Homies. What's up, man? Also, habe ich schon den Sinn des Spiels erklärt? Der Sinn des Spiels war, wir müssen ein Artefakt suchen. Welches genau es sein wird, das ist irgendwie so ein Buch oder sowas, habe ich bei PewDiePie Marketplayer gesehen. Dann musst du es in den Ausgang finden, was auch relativ schwer sein wird. Dass ich mir das hier freiwillig antue, Mann. Ich würde sagen, wir gehen mal da lang. Und das Schlimme ist ja, man hört den Herzschlag des Typens hier. Wie nennen wir den Typen? Wir nennen ihn Thomas. Oh, eine Tür. Ist das Touch? Hallo? Ist jemand drin? Nein? Okay. Okay. Der Raum scheint hier. Oh Mann, ich denke mal, da läuft was her. Das ist total schlimm. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das Spiel ist. Im Übrigen kann man das Spiel downloaden, kostenlos. Also falls ihr auch mal Horror haben wollt, downloadet es euch doch mal. Kerzen, geil! Zwei Kerzen. Vielleicht noch irgendwo eine Kiste. No, nein. Ich glaube, das Spiel sollte ich am nächsten Tag, das nächste Mal am Tag spielen. Wäre sinnvoller, wenn ich dies tue. Ja, wäre sinnvoll. What the fuck was das denn? What the hell? Kerze an. Habt ihr es gesehen? ich will COC spielen. Und nicht das hier. Sollten wir da lang?
Ich hasse es, wenn Sackgassen sind. Sackgassen sind nie gut. Wir machen das hier immer mal auf und gucken, was da drin ist. Ja. Gold! Geil. Geil, Gold. Dafür können wir uns einen Porsche kaufen, ne? Wenn wir hier irgendwie rauskommen. Ist hier gerade was angelaufen? Nee, aber wir haben eine Kiste gefunden. Vielleicht ist da was... Oh, Gold. Geil. Wir rücken den Porsche immer näher, würde ich sagen. Ist hier irgendwas drin? Ist hier irgendwas drin? Ah, noch eine Kiste. Vielleicht ist da ein Porsche drin. Ich bin niemals alleine. Ja, Jesus ist auf meiner Seite. Würde ich sagen. Ich hoffe es zumindest. Oh, ihr Mini. Oh, was ist das für ein Ton im Hintergrund? Wieso wird der Ton immer lauter? Kann mir jetzt jemand sagen? Hast du mir Angst? Halt deine Schnauze, Ton. Kein Mensch mag dich. Was war das? Wieso wird es jetzt wieder leise? Und ich höre nur meinen Herzschlag? Und irgendwas fliegen. Ist das eine Fliege? Wahrscheinlich. Fliege fliegen. Nein. Okay. Ich lese es nicht. Nein, okay. Ist hier irgendwas? Nein? Auch nicht? Ist hier irgendwas drin? Ich will gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt, aber wir müssen ja irgendwie... Oh, fick dich! Skeletti Boy. Skeletti Homie. What's up, man? Eine Kiste. Oh, Porsche. Geil. Nee, aber eine Kerze und wieder Fliegen im Hintergrund. Ist hier wohl nice, wenn ihr so... Wer hat da... Oh, hört doch auf zu schreien! Mann! Motherfuckers! Bitches! Irgendwer stand hinter mir, links von mir, ne? Irgendwer? Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, es war Einbildung. Okay, da waren wir noch nicht. Also laufen wir einfach mal lang. Und ich hoffe, ihr entscheidet euch, dass wir es nicht weiterspielen. Ah, not good. Ich würde sagen, wir laufen da weiter, weil ich keinen Bock habe da. Ja, komm. YOLO. YOLO, 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 YOLO. Sag mal ganz schnell hintereinander YOLO. Das ist ganz schön anstrengend. Muss ich zugeben. What's that, man? Immer an der Wand lang laufen ist immer eine gute Sache, glaube ich, zumindestens. Und was ist jetzt hier? Wieso sehe ich nichts? Oh, ist nichts. Okay. Geht's da lang? Okay. Kerzen. You should not ja, ich sollte auch nicht herkommen, aber das Spiel hat es ja so vorgesehen, dass ich hierher komme. Also. YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Ist hier eine Kiste mit einem Porsche drin? Nein, 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 nein. Nicht drin. Ah, die Kiste! Porsche, 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 Porsche. Und. Also nicht an euch, ne, aber an das Spiel. Anders Spiel sollte das sein. Ja. Oh ja, Mini. Also die Facecam kam ja relativ gut bei euch an, habe ich so gesehen bei COC. Bei Five Nights at Freddy's noch nicht, was ich ein bisschen schade finde, aber ja. Wird noch. Wir sollten hier eine Kerze einschalten, finde ich. Und ich sollte irgendwie lauter reden, damit ich die Musik nicht höre. Und ja. Wir sollten mehr reden, finde ich, um hier ein bisschen Stress abzubauen. Ich wackel schon ein bisschen mit den Beinen, weil das schon extrem nervös macht, dieses Spiel. Ihr könnt es ja mal selber spielen, um es auszuprobieren. Ja, das wäre... Also an alle, die schwache Nerven haben, genau wie ich, und dieses Spiel nicht spielen wollen, spielt es lieber nicht. Glaub mir. Das ist keine gute Idee, das... What the fuck? Okay, da liegt irgendwas am Boden. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden einfach mal hier langlaufen. Einfach nach rechts. Laufen. Ich werde dich gerade auslaufen. Keine Ahnung, was das war. Ja, hier noch ein bisschen. Ich bin froh, wenn dieses Let's Play aufhört und ich... Das Buch! Das Buch! Das Buch! Artefakt found. Finds the exit. Wo ist denn das Exit? Wir laufen mal da weiter, würde ich sagen. Wir benutzen wieder eine Kerze. Ah ne, wir haben noch eine Kerze, obwohl ich die überhaupt nicht sehe irgendwie. Noch eine Kiste. Vielleicht finden wir noch irgendwie Gold. Kerze, wow. So, da lang. Yippie ja ja, yippie yippie yay. Yippie ja ja, yippie yippie yay. Yippie ja ja, yippie yippie ja ja, yippie yippie ja ja, yippie yippie yay. Hip hop. Mongo. Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür. Kann man die aufmachen? Ja, ist ja geil. Eine Sackgasse und da ist nicht der Ausgang, also werde ich da auch nicht entlang gehen. Den Ausgang kann man im Übrigen sehen, weil von oben Licht kommt und so. Und ich hoffe mal, dass wir die erste Nacht schaffen werden, ohne dieser komischen Frau zu begegnen, die einem... Heißt das, sie ist in der Nähe, wenn man das Bild sieht? Heißt das, sie ist in der Nähe, wenn man das Bild sieht?
Weißt du, das. Ich find's irgendwie komisch zu laufen mit Shift. Kann man ja schneller laufen, aber ich habe da irgendwie Probleme mit. Sollen wir jetzt nach links laufen? Wir müssen irgendwie zurück, glaube ich. Aber dieser große Raum sieht auch nicht besonders einladend aus, würde ich sagen. Wir laufen einfach mal da lang und die FPS-Zahl ist wieder auf 30 runtergestiegen. Gesunken, beziehungsweise, ja. C. C. Dankeschön. Vielleicht laufen wir ein bisschen, aber wenn ich laufe, können die mich vielleicht leichter hören. Schätzungsweise, also wenn die Ohren im Kopf haben. Was ich, nicht hoffe. Natürlich. Skelett! Never look back, never look back, never look back. Never look back, never look back, never look back. Niemals zurückgucken, niemals zurückgucken. Wo kann der aller Ausgang sein? Vielleicht oben irgendwo in der Ecke oder so, ich habe keine Ahnung. Oh. Oh nein! Bruder! Bruder! Du brauchst größere Ausdauer. Du brauchst eine größere Ausdauer. Brauchst eine größere Ausdauer. Brauchst eine größere. Was war das? Ich will's gar nicht wissen. 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 Mann! Mann! Oh ja, Mine. Was ist das hier? Hier geht's weiter, habe ich gehört. Und wieso sind hier so viele Fliegen drinne? Vielleicht ist hier irgendwo der Ausgang. Muss ja irgendwie sein. Die Fliegen müssen ja irgendwo herkommen, ne? Bitte ist da der Ausgang. Lass da den Ausgang sein. Lass da den Ausgang sein, bitte. Oder Kerzen, oder ganz viele Kerzen. Eine Kerze. Oh, Jesus sei Dank. So, ist hier irgendwo noch eine Kiste oder so? Nein? Wieso habe ich das Gefühl? Wieso wird die Musik lauter? Spielmacher. Ja. Der Spielemacher. Wenn du das sehen solltest, kannst du mir mal sagen, wieso die Musik zwischendurch lauter wird. Hast du irgendein Zeichen oder ist das randommäßig irgendwie? Und mein Herz klopft wieder lauter. My heart go boom boom boom. Da war ich schon drinne, schätzungsweise. Geradeaus und dann nach links. Also immer die Tipps befolgen und ich glaube, man sollte nicht immer rennen, da das Spiel schon nach einer Zeit richtig creepy. Das Bild, das creepige Bild. Das ist. War das Skelett? Ich krepiere hier noch. Und jetzt nach rechts. Warte! Yo Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie hat sich meine Maus zu einem Stift verwandelt und ja. Die Aufnahme ist abgekackt, beziehungsweise, den Teil, wo wir waren. Wir haben das Buch gefunden, mussten nur noch den Ausgang suchen und es hat irgendwie nicht geklappt, ich glaube, in diesem Moment würde ich mir einfach nur den Kopf erschießen, aber, ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet und wenn ihr es, wenn ihr wollt, dass ich es weiterspiele, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte tut mir das nicht an, aber ihr könnt entscheiden, ob ich es weiterspielen soll. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für das erste Angegruselt. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Schreibt mir irgendwelche Spiele, die ich spielen soll. Beziehungsweise Outlast soll ja auch irgendwann dann vorkommen und so, ne? Also, ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns wieder mit der Player Gerd und Hipster Faust. Bis zum nächsten Mal. Ptsch.